hallo@c3lingo.org. A talk titled Media Disruption. Damit willkommen zum Talk Media Interruption von Daniel aus Puerto Rico. Er ist jetzt ein Künstler der neuen Medien und noch mehr. Und darüber werden wir später reden in Berlin. Und eine der Sachen, über die er redet, sind unendliche über virtuelle Realität von Blinden für Blinde reden wird. Hallo, ich bin Sabir, der glückliche Wissenschaftler, und hier ist mein ganzer langer Name, und ich will mit euch über ein paar meiner Projekte reden. Zuerst möchte ich ein kleines Experiment mit euch machen. Bitte schließt eure Augen. Und während wir alle unsere Augen schließen, würde ich gerne 30 Sekunden zuzuhören. Hört tief zu dem Raum um euch herum. Und während ihr zuhört, versucht euch ein Bild zu machen von dem Raum um euch herum. Versucht herauszufinden, wie viele Räume im Raum sind. Ein Bild von den Menschen, die jetzt in den Raum reingehen, wo sie herkommen. Und versucht das einfach mal. Okay, jetzt könnt ihr eure Augen wieder aufmachen. Und während ihr eure Augen öffnet, erinnert euch an diese 30 Sekunden und stellt euch vor, als seien es 30 Minuten oder 30 Jahre. Und dann stellt euch vor, das ist euer Standardansicht an die Welt. Jetzt stellt euch vor, dass ihr 1000 Jahre diese visuellen Ideen habt, wie ihr jeden Tag mit dieser Erfahrung an den Computer dran geht. Und denkt, bleibt da so ein bisschen, weil wir gehen jetzt an einem kleinen Parallelweg. Ich werde euch eine lange Geschichte von meinem Leben erzählen. Das sind eine Reihe von Erklärungen, drei. Wenn ihr fühlt, dass ihr abbrechen müsst, dann könnt ihr das tun. Als ich 5 Jahre alt war, sagte ich wollte Videogames, also Computerspiele machen. Nein, meine Mutter meinte so, ja, was auch immer. Und 10 Jahre später fragte sie wieder, und das ist halt das Leben in 15, und ich sagte, ich möchte Videospiele schreiben. Und das hat mich in diesen verrückten Weg gezeigt. Ich bin in Georgia Tech gegangen und die Universität und habe Computer gelernt und war in Barcelona mit diesem Typ, der mein Leben verändert hat. Ich habe ihn früher in der Flur gesagt und habe gesagt, hey, du hast mein Leben geändert. Und er so, ja, okay. Aber was er mir beigebracht hat, ist, dass was man mit Code machen kann. Und ich habe gesehen, was alles um mich herum Code war. Und alles kann man verändern. Und jedes Ding kann Kunst, ein Kunstprojekt werden. Irgendeine Kunst. Und dies war diese tolle Erfahrung, die ich in meinem Leben hatte. Und ich habe die nächsten 8 Jahre damit gemacht. Ich habe überhaupt nicht mit Computerspiele nachgedacht und habe Zeug mit Code gemacht, Videoprojektion, Installationskunst, all dieses Zeug. Und dann, lass uns weiter über Virtual Reality reden. Und dann habe ich bemerkt, oh ja, da ist diese immersive Kunst, die ich die ganze Zeit mache, diese Erfahrungsmapping, diese Logistik, die dabei sind. Wie wäre das mit einer virtuellen Realitätserfahrung? Und was passiert damit? Und das hat mich komplett weggeblasen. Und dann bin ich auch ein Musiker. Als ich das Headset bekommen habe, habe ich mich gefragt, ob man da auch Musik mitmachen kann. Und ich habe auf Bühnensachen gemacht, und da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden. Als ich das gemacht habe, sind Leute regelmäßig gekommen. Dann haben wir gefragt, hey, du machst Musik für virtuelle Realität. Und ich meinte, nee, ich mache Musik in virtueller Realität. Und Leute, dann habe ich aufgehört, meinen Job aufgehört.
Und hier ist eine Liste von Sachen, wie man Musik in XR-Technologien macht. Die Folien werden oben sein und alles Zeug. Und ich bin nach Berlin gezogen und ich habe einen Kurs gemacht mit einem, der wirklich Audio macht, und habe diese ganzen Technologien gelernt, wie man Sound in einem Raum aufnehmen kann. Und ich habe diese Frage, wie kann eine Gruppenaudio VR-Erfahrung laufen? Und ich habe es gemacht mit tollen Leuten, wo wir vier Leute mit verbundenen Augen hatten, und es ist ein riesiger Raum, wo es Audio von überall kommt und wo Ton im Raum um einen herum ist, und man kann mit Geräuschen unterschiedlich agieren. Es war eine tolle Erfahrung, wie man Leute in eine soundbasierte Umgebung bringt. Aber das Problem ist, es ist dort und man kann den Raum nicht irgendwo anders hinbringen. Und vielen Dank für alle, die da sind. Ich habe etwas erfahren. I just kept on thinking about what it feels like to be blind. And how I could never really fully empathize. Und da habe ich erfahren, habe darüber nachgedacht, wie es ist, wenn man blind ist. Und das ist etwas, was wir ja nie erfahren, und wie man damit mit der Umgebung umgeht. Und ich bitte euch noch einmal, die Augen zu schließen. Ich bitte euch zu fühlen. Versucht, die Fingerspitzen zu fühlen, die Unterseite eurer Füße, und ich frage euch, ob ihr die Vibrationen um euch herum fühlen könnt und ob ihr die wirkliche Reflexion im Raum spüren könnt. Okay. Now open your eyes. Okay, jetzt könnt ihr eure Augen wieder öffnen und ihr könnt euch wieder die ganzen Sachen wieder und wieder vorstellen. Das sind Minuten, das sind Stunden, das sind Jahre. Und am Ende des Ganzen, wo wir am Ende ankommen, ist das, dass alles nur unsere Erfahrung ist, von unserer limitierten Erfahrung in diesem. Und wir brauchen eine tiefere Perspektive in das Ganze. Und Leute sagen mir häufig, was ist virtuelle Realität? Leute in virtueller Realität versuchen Sachen in unterschiedliche Sachen zu schieben, sagen, hey, virtuelle Realität muss dieses sein oder muss jenes sein. Aber um ehrlich zu sein, es ist alles nur Geräusch. Es gibt viele unterschiedliche Dinge und wir arbeiten nur an dem, was nicht da ist. Es ist nicht visuelle Realität und nicht virtuelle Realität. Und das heißt, wenn ihr denkt, ihr müsst da einen Kopf Dingen haben, um virtuelle Realität zu erstellen, dann denke ich da anders. Und ich bin an diese Frage wieder und wieder gekommen und ich habe realisiert, dass es verändert darüber, wie wäre eine virtuelle Realitätserfahrung für die Blinde, und kann diese Erfahrung überhaupt die visuelle Kultur herausfordern? Und das hat dazu geführt, dass ich diesen unendlichen Observer gebaut. Das ist eine virtuelle Realitätserfahrung für die Blinden. Und als ich dieses Projekt anfing, dachte ich, okay, ich mache eine Virtualisierung für Blinde, aber kann von Sehenden auch erfahren werden können. Und Leute sagen, na hey, du bist verrückt. Und ich sagte, okay. Also, jetzt werden wir in viele Folien gehen, wo nur Text draufsteht, weil ich habe das Gefühl, dass ich einen weniger visuellen Anspruch habe von jetzt. Also es muss viel erforscht werden. Es gibt ein Limit zu deiner Liebe. Forsche. Ja, da war diese Realisation, und ich wollte ich bin zu einem blinden Paar gegangen in den Niederlanden, und die haben dort eine Non-Profit-Organisation, und die bringen Leute in einen Dunkelraum, und das ist ein Multisensor-Version von dem Glimpse, den ihr gerade erfahren habt,
während dieser Präsentation. Sie hatten diese mehreren Räume, wo man hingeht und es gibt kein Licht. Die Augen versuchen die ersten paar Minuten der Nacht zu suchen und dann werden sie einfach müde, die ganze Zeit sich darauf zu fokussieren, nicht zu suchen. Und dann gibt man auf und man fängt an, die anderen Sensorik zu benutzen. Die ganze Kräfte, die man hat, entdeckt man dann, die über die Sicht hinausgeht. Und ich habe da 5 Tage mit ihnen gelebt, Tag und Nacht, und habe wirklich so viel gelernt. Und was ich im Endeffekt gelernt habe davon, war, dass diese Leute toll sind. Jani und Tina gehen über Feuer und bringen Leute bei, wie man über Kohlen geht. Sie bringen Leute über Jahre nach und der andere ist ein Hacker, baut Amateurfunkgeräte und mehrere Linux-Geräte und Schnaps ist sehr gut. Und während sie ihre blinde Erfahrung mit mir geteilt haben, habe ich ihnen mit ihnen blinde Virtualität-Erfahrungen gemacht. Und ich bin gesagt, ich nehme die besten Audio-Sachen und zeige sie ihm. Und sie sagen mir, und das ist gut und das ist schlecht. Und ehrlich gesagt, gibt es überhaupt keine UX-Erfahrung in virtueller Realität. Es gibt keine Sprachmenüs, keiner denkt darüber nach. Und es hat mich sehr traurig gemacht. Und da gibt es eine große Möglichkeit, eine Veränderung herbeizuziehen. Und während ich mit ihnen zusammengearbeitet habe, habe ich wirklich eine Idee für mein Stück bekommen, der Hintergrund, über den wir reden. Sie sagen, naja, was ist, wenn wir diese Gruppe hätten von Untergrundhackern, die versuchen wollen, diese visuelle Kultur über den Haufen zu schmeißen. Und das erschien eine in mir weiterzulaufen. Und das bringt mich wirklich zu dieser Geschichtsart, die ich mache. Erzählen möchte, und ihr könnt das kaum sehen, das ist cool, das ist in Ordnung. Das ist dieses grundlegende Bild, die unseren Weg zeigt hat. Es ist traurig, es ist eine unbekannte Figur, und ihr könnt seid in diese Gruppe eingeladen, diese Gruppe von Hackern, die versuchen werden, diese großen Kräfte der Gesellschaft zu umgehen. Und sie benutzen Vibrationskräfte, um dies zu tun. Und statt diese üblichen Wege zu benutzen, benutzen sie Echolokation, um sich vorzulegen. Sie benutzen molekulare Bewegungen, um zu teleportieren. Und sie benutzen, dadurch, dass sie die tektonische Shifts, weil es auch unter der Erde, können sie Bewegungen über ihnen erkennen und können auch Sachen erkennen, wo Geräusche, visuelle Sachen interpretieren können. Und das sind Sachen, über die wir geredet haben, und es wurde Teil des Spieles, und wir konnten uns einen Teil von denen schon in die Erfahrung inkludieren. Echolokation zum Beispiel, wir haben Frequenzmagan, wo man unterschiedliche Materien draufziehen kann und dann passt die Frequenz und es kann explodieren, neue Wege in dieser Untergrund öffnen. Und was die Erklärung wirklich ist, ist, dass man eine zweite Erklärung, eine Meta-Erklärung, Geschichte hat. Wie kann das eine wirkliche Gesellschaft von blinden Hackern inkludieren, die möglicherweise das ist einfach nur diese Erfahrung und diese Kunst. Wie können wir sichtspezifische Installationen nehmen, die in einem speziellen Ort sind, in einem speziellen gesellschaftlichen Event uns online bringen, und diese Zusammenführung von am Ende der Erfahrung ist jemand in der Erklärung Teil dieser Gruppe, und wenn man diese Erfahrung wieder verlässt, dann hat man vielleicht einen Text auf dem Handy, wo der Link zu der Webseite ist, die jetzt Zugang zu dieser Gesellschaft ist. Diese Interaktionen waren ein Teil der Idee. Ist es möglich, eine Gruppen-Community-Plattform, die nur Audio ist, mit der man aber auch rumkommt, wo man als Blinder navigieren kann? Das sind einige dieser Ideen, über die wir in diesem Projekt nachdenken. Die technische Seite ist relativ interessant. Also ich habe zusammengearbeitet mit einem Audio-Designer, der sich halt speziell in raumbasiertem Audio, in raumbasiertem Ton spezialisiert hat.
Und mit dem haben wir den Bereich definiert. Wir benutzen AudioWise, das ist eine Standard-Sound-Engine für Unity und Unreal. Und das, aufgrund des Plugins können sie Echtzeit-Spielgeometrie definieren und können Audioreflexionen zeigen. Wir schauen sehr stark darauf an, wie realistisch hört sich das für Blinde an. Ist das akzeptabel? Ist das realitätsnah? Und soweit ist es sehr fragwürdig. Und wir fragen uns, ist Technologie soweit? Ist das etwas, wo wir weiter forschen müssen, wo wir mehr und mehr nachschauen müssen und wo wir aktuelle Forschungsinstitute hinzuziehen müssen, um zu diesem Punkt zu kommen. Und wir arbeiten mit Unity und anfänglich waren wir darauf fokussiert, es auf Kopfhörer zu basieren, aber mit einem ausreichend kleinen Markt von diesen Headsets, die blinde Benutzer wirklich Zugang haben, ist möglich, dass man Zugang hat, dass man sowohl auf Computerbenutzer als auch auf Benutzer von Mobilgeräten in Wise Plugins Setting und es in beiden zu veröffentlichen und dadurch flexibel zu sein. Das sind die vielen unterschiedlichen Ideen, über die wir nachdenken. Kann eine reine Audioversion existieren? Können wir Erfahrungen machen, die wir weiternehmen, wo ein Installationsformat dabei entsteht? Das sind alles unterschiedliche Ideen. Das ist ein Projekt, das sich weiterentwickelt. Und das ist das Team, das wir haben. Das ist Jorni und Tina und Katar und Chris, der das Ganze waltet und die ganzen Interaktionen hat. Zusammen mit mir. Und die wirkliche Ziel, das war, dass man Blinde in die Möglichkeiten gibt und uns mehr über unsere Sensorik erklärt, die über die Sicht hinausgeht. Und wir hoffen, dass wir immer noch ein Zeichen von der Stärke der Dominanz von visueller Kultur ist. Und wir haben, und wie diese visuelle Kultur die Menschen stark anspricht und wie man das umgeht. Und in einer größeren Idee ist es, dass ich eine Sprache für Blinde erstellen möchte mit immersiver Technologie und wo das der nächste Schritt ist, wie wir mit Computer für die nächsten 10 Jahre interagieren. Und ich würde es lieben, wenn das ein möglicher Aufweckruf ist, dass das jetzt gemacht werden muss, bevor weitere Projekte herauskommen, bevor neue Hardware entwickelt wird, bevor der nächste Zyklus da ist. Und ja, eine Gesellschaft, eine Gruppe erstellen zwischen blinden Hackern, der in der realen Welt ist, wo sie anonym diskutieren müssen, wo sogar vielleicht sogar ein paar der Techniken zusammen agieren können, wo die aus dieser Geschichte stammen. Und ja, ich habe ein Video. Und das werde ich jetzt zeigen. Sorry. So this is a video of Das ist ein Video von einem frühen Prototypen. Our members usually find us, track us through. Unsere Mitglieder finden uns normalerweise, aber du bist anders. Du bist hier für was Besonderes. Grab the freaker. Ich weiß, ihr fragt euch, warum wir alle hier sind. Wir haben nie eine Stimme gehabt. Wir sind immer nur Nachgedanke und wir sind machtlos. Und bis jetzt haben wir das geglaubt, aber das ist kein Problem, weil es jetzt unsere Anhänger gibt. Und die haben uns unsichtbar gemacht, das heißt, die haben uns noch nie mit uns gerechnet. Wir fangen mit den Vereinigten Staaten an und die werden wir jetzt da werden wir eindringen und wir werden andere wie uns finden und werden größere Initiativen über die Welt beschleunigen. Okay.
So that was a video. Das war das Video. I'm happy to open it up to questions now. Ich bin froh und offen für Fragen. Und ich habe auch ein paar Fragen für euch. Weil ich denke, dass einige von euch schlauer sind als ich. Ich frage euch, ob jemand Erfahrung damit hat, ob jemand Ton zum Hacken verwendet hat. Und ob es einen Forscher gibt, der unserem Projekt helfen könnte, den ich nicht kenne. Habt ihr darüber nachgedacht, dass aktuell, soweit ich weiß, wir eine große Installation braucht? Das heißt, man kann diese Erfahrung nicht zu Hause haben, wenn man einfach nur für eine visuelle Erfahrung kann man einfach ein Kopfhörer, das Headset kaufen. Aber gibt es ein Audio-Virtualitäts-Headset? Ja, das ist etwas, wo ich mit Oculus gesprochen habe, um die Sensoren, die sie haben, zu erweitern, dass man die die Kopfverfolgung einsetzen können. Wenn man in einer amazonischen Welt ist, dann hört das Ding, in welche Richtung man den Kopf dreht oder wo man sich bewegt. Aber die haben mich weggeschickt und haben da nicht weiter drüber nachgedacht. Aber es ist etwas, worüber ich nachdenke, und deshalb habe ich auch erwähnt, ob man vielleicht Audio-Realism-Bibliotheken und wo man die mit dem Telefon scannen kann. Das heißt also, die Leute scannen den Raum mit ihrem Telefon und bekommen davon Audio und die kriegen Spracherkennung, um ihre Leute durch den Raum zu führen, weil die nämlich mit ihrem Telefon vertraut sind und damit interagieren. Vielen Dank für den Vortrag. Der war sehr interessant. Ich habe ein paar Erfahrungen damit, durch 3D-Geräusche, 5D-Geräusche zu lesen in der Musik. Es kann mit einem normalen Kopfhörer gemacht werden. Die Frage ist, ich glaube, es ist auch nicht entwickelt. Es gibt auch ein endgültiges Projekt. Hast du jemals darüber nachgedacht, etwas zu machen, was blinde Menschen lernen können, wie man wirklich die Realität zuhören kann? Ein paar Wege, wie man dazu bringt, wie man auf Geräusche besser achtet, die man nur normale Kopfhörer für braucht. Weil wenn ich meine Augen zumache und die Geräusche um mich herum höre, die virtuelle Erfahrung, wo dich der Typ einem die Haare schert, ist eine sehr interessante Erfahrung. Ja, das ist eine interessante Idee. Ob man ein ausbildendes Element hat. Und ich mag es, dass du den Rasierer erwähnt hast. Das war neben den anderen Sachen mein Favorit. Das war wirklich beeindruckend. Das Binaural hat seinen Platz. Und räumliches Audio, die haben versucht, das zu erklären, aber es gibt ein psychologisches Phänomen. Und das bewegt uns in einer Art und Weise, die ist wirklich beeindruckend. Wenn ihr die Erfahrung noch nie auf YouTube gesehen habt. What kind of equipment have you used for haptics, or have you played around with haptics? Yeah, so all that we've used so far. Ja, das, was wir benutzt haben, ist der normale Oculus Touch Controller. Wir haben uns für Förderung beworben, um mit anderen Sachen auszuprobieren. Aber wir haben mit Hardlei gesprochen, aber Hardlei war ein Ganzkörperanzug für Gefühle, aber die sind leider pleite gegangen.
something that I'm looking into is something more simple. That's like a wrist. Und jetzt schaue ich halt in was Einfaches, also ein Armband, was Vibrationen erzeugt, die die ganze Hand bewegen und dann fühlt man was. Und das mit dem Ultrasound, das sieht auch sehr toll aus. Hast du Erfahrungen mit Haptics? Ja, ich habe mit Capturevators gespielt, die Illusionen auf eurem Haut erzeugt, wo man das Gefühl hat, dass man durch die Luft gezogen wird. Es gibt einen Psychologen, der da mit blinden Leuten arbeitet, Vincent Tyborg. Der hat viele verrückte Erfahrungen. Es ist ein Vibrationsmotor, der... Es ist sehr schwer, das zu erklären, aber wenn man das Ding, dann zieht es einen durch die Luft. Man kann verdammt coolen Zeug damit machen. Vincent Tyborg, kannst du einfach googeln. Ja, das ist toll, danke. Questions from the internet. Oh, cool. Second Angel. Question from the IRC. Es gibt Fragen aus dem Internet. IRC, jemand fragt, kann man in eine spezielle Realität machen? Ja, natürlich. Das ist, warum ich idealerweise, das ist eine Installation. Und da integrieren wir auch echte Objekte. Und vielleicht kann man auch Geschmack schicken. Das habe ich mit der Augenbinde gemacht. Vieles hängt davon ab, dass Technologie zugänglicher wird. Vor allem mit den haptischen Sachen. Und die Geräte einfach weitere Verwaltung finden. Hey. Mikrofon 2. Hallo, vielen Dank. Es ist ein sehr spannendes Projekt und ich würde sehr gerne der Zusammenarbeiten, die du eventuell hast, wie du mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Seid ihr in einem Ort oder kannst du vielleicht ein bisschen über das über die Zusammenarbeit reden? Ja, natürlich. Wir hatten die anfängliche Idee. Und ich habe Joni und Tina das erzählt. Und die haben mit dem Konzept, sind weitergerannt mit dem Konzept. Und dann haben wir Kada davon erzählt und die hat die Virtual Reality Erfahrung für die Blinden gemacht vor ein paar Jahren. Und dann haben wir die Entwicklung gestartet. Er wohnt in San Francisco, also haben wir über das Internet zusammengearbeitet. Und Chris habe ich aus Atlanta gekannt und den habe ich auch mit reingezogen in das Projekt. Und ich bin zu diesen verschiedenen Orten gereist, um dort Hackathons zu haben. Und wir haben so viel daran gearbeitet, wie wir können. The next question again for microphone number two. Because you ask for research that could help you with your project. Weil du über Forschung geredet hast, die dir bei deinem Projekt helfen können. Wahrscheinlich kennst du das schon, aber um sicher zu sein, es gibt eine existierende Gruppe von Audiospielen, Leute, die das machen. Michael Urbanek, der da forscht. Vielleicht wäre das auch interessant für dich. Ja, danke. Ich werde ihn nachschauen. Okay, any other questions? Sigma Angel, do we have new questions from the internet? No questions. Yet, okay. Do you have new questions for the audience? I just want to actually get us to do this one more time. Vielleicht können wir das noch... If you guys are up for it. Mal wachen, wenn ihr soweit seid. So this time as we close our eyes. Diesmal, wenn wir unsere Augen schließen, möchte ich, dass wir einen Moment uns nehmen und uns versuchen, sich vorzustellen, wie wir waren, als wir das letzte Mal erfahren haben. Und ich möchte dieses Gefühl und dieses Zuhören und das Riechen und das Schmecken und versuchen, eine imaginäre Welt um uns herum zu erstellen, die dieses Gefühl hat, so real wie möglich zu sein.
Thank you so much for your time and all your everything. And enjoy. Vielen Dank für Ihre Zeit und für alles. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.